schönen guten Morgen. Also ich kann ja nur eins sagen, man hat ein bisschen was gesehen, aber es hat so viel Laune gemacht, so viel Spaß gemacht. Und man darf eins dabei nicht vergessen, ich meine, mit Kindern arbeiten ist natürlich eine große Herausforderung, besonders mit den kleinen Kindern zu arbeiten, also ich sag mal bis 8 Jahre. Da muss man einfach wissen, die hast du ungefähr eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde bei voller Konzentration. Danach wird es wirklich Chaos. Und wenn man das Chaos, wenn man natürlich länger braucht, wenn man das Chaos nicht wirklich plant und Leute dabei hat, die sich dann wirklich um die einzelnen Punkte kümmern, dann wird die Geschichte eng. Und was auch ganz wichtig ist, Kinder, wenn man mit Kindern kocht, die muss man wirklich als vollwertiges Teammitglied mit hernehmen. Nicht irgendwie, ja, versuch mal die Karotte zu schälen oder versuch mal das zu machen, irgendwie aufs Abstellgleis. Nein, wirklich komplett vollwertiges Mitglied. Und wenn sie eben kleiner sind, auf eine Kiste draufstellen oder auf 2 Kisten draufstellen, dass sie auf Augenhöhe sind, dass sie auch in die Töpfe gucken können, damit die auch wirklich richtig arbeiten können und nicht mit der Nase an der Tischkante stehen. Und dann haben wir mit denen richtig Spaß. Und ich sag mal, es gibt natürlich ganz viele Kinder und natürlich ganz viele Essgewohnheiten bei Kindern. Und es ist einfach so, viele Dinge essen die nicht. Aber man wundert sich, wenn man mit denen kocht und wirklich von A nach B marschiert, was weiß ich, einfach süß, scharf, sauer, salzig, die Komponenten dann zusammenbringt und diese Entstehungsgeschichte, was da passiert, dann geht die nämlich auch an Dinge ran, die sie vielleicht vorher nicht gegessen haben. Und dann sind die natürlich dann auch stolz drauf. Und das macht dann richtig Spaß. Was auch noch wichtig ist, Kinder brauchen immer einen Bezugspunkt. Du kannst jetzt nicht sagen, wir machen jetzt ein wunderschönes Entrecote mit einem Oliven-Kartoffelpüree, leicht getrüffelt mit irgendeinem Schnickschnack-Gemüse. Nee, die brauchen einfach eine Geschichte dahin, die brauchen was Bildliches. Und dafür ist dieses Buch eben wirklich genial geworden, weil alles, was man sehen kann, im Himmel, im Wasser, an Land, an Bord, was da passiert, das kann man auch alles essen. Man kann es alles spielerisch umsetzen. Und wenn es dann noch lecker ist und die Kinder mitgemacht haben, dann ist es der absolute Hammer. Also wir haben uns natürlich vorher getroffen und nochmal echt ganz dickes Lob an die Agentur M4. Die Mädels, also Nathalie sitzt ja da, PC war noch dabei und dann haben wir erstmal so vorab Brainstorming gemacht. Was gibt es eigentlich, wenn man mit dem Schiff durch die Gegend fährt? Und das Schöne ist, also ich meine, die Mädels sind ja noch relativ jung und ich durfte auch wieder wirklich ins Kindesalter zurück. Man durfte einfach wieder Kind sein und einfach den Dingen freien Lauf lassen. Es gibt keine Grenzen. Es gibt einfach alles, was einem einfällt. Das wird einfach gemacht und einfach mal eine Sammlung gemacht. Ich glaube, wir hatten über 100 Sachen, was wir hätten machen können. Und dann einfach dann auch mit den Kindern drüber reden. Also ich habe das dann meinen Kindern gezeigt, die haben natürlich dann auch gleich wieder mitgesponnen und mitgearbeitet. Und dann habe ich den Wolfgang Müller, also einen ganz, ganz lieben Freund, auch mal auch einen Partner von mir, mit ins Boot genommen. Und für den war das auch das Größte. Und wir, da gab ein Ding das andere. Und dann bist du abends noch zum Essen gegangen und dann hast du wieder eine Idee gehabt, ja, morgen machen wir ja, keine Ahnung, wir brauchen irgendwie Geflügel, was fällt uns ein? Albatros, der fliegt da oben am Himmel rum, oder? Einfach diese verschiedenen Dinge und die nachher wirklich mit viel Lachen, mit viel Humor dann auf den Punkt gebracht. Und es ist wirklich kein einziges Gericht gestanden, bevor wir angefangen haben. Wir haben einfach einen ganzen Wagen voll Fleisch und Fisch gekauft, einen ganzen Wagen voll Gemüse und Salate, einen ganzen Wagen voll mit Zeug, was man drumherum noch braucht, mit Mehl, Milch, Eier und so weiter. Und dann ging es einfach los. Einfach, ja, was brauchen wir? Mit was geht's los? Mit dem Logbuch. Also wie kann man ein Logbuch machen? Ja, das kannst du entweder aus großen Salatblättern machen oder, ja, oder ein Dessert. Und dann sagt der Wolfgang, ja, lass uns doch Pfannkuchen nehmen. Und dann hat er losgelegt mit dem Pfannkuchen, dann auch ein Teil eben eingefärbt. Und dann war das eben das Logbuch dann. Und in das Logbuch kann man natürlich dann auch noch weiterspinnen, wenn man das mit den Kindern macht. Und kann verschiedene Dinge in die Seiten reinlegen und kann es dann wirklich Seite für Seite im wahrsten Sinne des Wortes genießen. Und da kam eins zum anderen und es war einfach großartig. Ich hätte schon wieder 100 Ideen, wir könnten gleich weitermachen. Wir machen dann die zweite Auflage mit den neuen Ideen.